Hallo Leute und willkommen zurück zu Star Stable Online. Wir werden Frau Packard jetzt mit unserem schicken neuen Kochoberteil und unseren fetten Handschuhen, die überhaupt nicht zum Kochen geeignet sind, kochen helfen. Willst du mir mit dem Teig helfen? Ich werde dir Anweisungen geben, die du einfach befolgen musst. Timing ist wichtig, wenn man Teig für meine berühmte Pfannkuchentorte macht. Ist der Meisterkoch fertig? Joa. Mach dich bereit und los geht's. Benutze Butter. Füge Eier hinzu. Zack. Und jetzt kannst du die Milch hinzufügen. Die Milch. Super. Nimm eine Schneebesche und mische die Zutaten. Füge das Mehl hinzu. Und das Streusalz. Füge es hinzu. Jetzt kannst du wieder umrühren. Backe, backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Was für ein schöner Teig. Ort. Und jetzt liegt es an mir. Ich muss den Teig jetzt braten. Okay. So, ich zeige das andere wieder um. Ach, besser. Hey, Wupso. So, wir bleiben auch gleich hier, weil Felicity braucht ja Hilfe. So, Felicity, und wenn wir schon hier sind, kriegt unser Pferdchen auch gleich ein bisschen Wasser. Da. Ist ja Gott sei Dank, wo die Gegend kommt. Fährt zu. Oh, trinken. Okay. Felicity braucht Hilfe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Seit einem Tag isst und trinkt eines meiner Pferde nicht. Es verhält sich schon seit ein paar Tagen so komisch. Ich erkenne meine Summer Breeze gar nicht wieder. Er wurde sogar aggressiv mir gegenüber, obwohl er sonst das liebste Pferd der Welt ist. Ich mache mir große Sorgen. Kannst du mir bitte helfen? Das kenne ich irgendwoher. Tausend Dank. Das hört sich nicht nach einer normalen Krankheit an. Vielleicht sollten wir mit der Tierärztin Silverglade sprechen. Kannst du zu ihr reiten und ihr von Summer Breeze beschweren erzählen? Okay, dann machen wir noch fix mit dem Transporter. Pferd. So, könnte das Fenster mal offen bleiben? Die Farm. Okay, fix zur Tierärztin. Wie das vorne ist. So, Frau Tierärztin, wir brauchen Hilfe. Oh, das hört sich nicht gut an. Ich brauche ein wenig Zeit, um darüber nachzudenken. Es kommt mir bekannt vor. Das Wichtigste ist jetzt erst einmal das Pferd dazu zu bewegen, zu essen und zu trinken. Ich habe eine Idee. Wirst du mir dabei helfen? Kranke Tiere wollen sich selbstständig essen, aber wenn man sie mit der Hand füttert, dann essen sie manchmal. Willst du es mal versuchen? In der Zwischenzeit werde ich ein paar Bücher nachschlagen und alte Notizen lesen. Du kannst zu Felicity zurückreiten und dir sagen, dass ich recherchiere. Okay. Reiten wir zurück. Mit dem Transporter. Wir reiten zurück. Mit dem Transporter. Hui. Das war so klar. Firegrove Village. Was soll ich mal feiern? Ich denke, vier Gold Village. So, Felicity. Hast du mit der Tierärztin gesprochen? Was hat sie gesagt? Oh,
ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Aber Nahrung scheint erstmal das Wichtigste zu sein, also lass uns versuchen, ihn per Hand zu füttern. Nimm das und füttere Summer Breeze Eggs links im Stall. Nom 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 nom. Das bewegt sich kein Stück. Oh, was für eine Erleichterung, dass er ein Mehl gefressen hat. Fühle ich mich etwas ruhiger. Okay, dann ist das jetzt damit auch beendet. Zeithilfe. Alex. Garten ist anwesend. Die ist kleines Pony. Okay, wir werden zuerst. Silverglade Village. Blitzen. Ach, Silverglade Village. Was denn da so? So, Alex. Autumn, dieses Ersatzpferd habe ich als Leihgabe gehabt, da mein Pferd Tim Chan im Winter in meinem Cherbic-Stall abgestellt war. Aufgrund des harten Winters konnte ich ihn noch nicht abholen. Nur hat Hermann, der Besitzer des Stalls, Tim Chan über den Wasserring transportieren lassen. Kannst du mir helfen, Tim Chan abzuholen? Gerne. Danke, es ist wirklich nett, dass du mir helfen willst. Ich muss nur losreiten, um mein Ersatzpferd zurückzubringen. Reite dorthin, wo Hermann anlegt, sodass er nicht so lange warten muss. Er ist sicher schon da. Ich bin sicher, dass er mit meinem Pferd Tinchan gut zurechtkommen wird, obwohl es ein bisschen speziell ist. Dann reite ich jetzt los und gebe das Ersatzpferd ab und du kannst mein Pferd Tinchan holen. Triff Hermann und bringe mein Pferd hierher zum Weingarten. Hermann und Tinchan werden irgendwo am Strand beim südlichen Eisentor anlegen. Weißt du, wo das ist? Es ist direkt hinter der Reiterarena der Baroness. Ich habe Hermann Bescheid gesagt, dass dein Pferd für mich abholen wird, sodass es keine Probleme gibt. Viel Glück. Ui, wird der für Tinchan mitnehmen, beziehungsweise vielleicht sogar reiten. Hey, das war ja cool. Tinchan ist cool. Von den Pferden war Tinchan immer mein Lieblingspferd. In den Spielen. Tinchan ist cool. Allein schon der Name Tinchan. So wenn mein nächstes Pferd anerinnert, was es nächstes gibt. Yeah. Nein! Festgehängt! Laufpferd! Wir müssen Tinchan abholen. Tinchan. Tinchan. Okay, es müsste irgendwo dort hinten sein. Ich vom Eisentor. Wow, wo kommt das Schiff plötzlich her? Oh ja, Mensch. Das war ein fettes Boot. Tinchan! Ahoi, schön dich zu sehen, Ortsum. Du holst Tinchan für Alex ab, richtig? Schiff Ahoi, junge Dame. Es kommt nicht oft vor, dass ich mit dem Schiff reise. Aber ich kenne Kapitän Bruce und er konnte es eintrichtern, Tinchan hier mit dem Schiff herzuverfrachten. Captain Bruce hat angeboten, alle Pferde aus dem Cherbic-Stall mit dem Schiff zu ihren Besitzern zurückzubringen. Jetzt ist Tinchan hier. Alex sollte nicht länger auf Tinchan warten müssen. Lass ich dir ein wenig über mich erzählen, Autumn. Ich bin Vorsitzender des legendären Cherbic-Stalls in Süd-Cherbic und habe Lisa, Anne, Alex und Linda bei ihrem früheren Abenteuer hier in Cherbic geholfen. Ich bin zwar kein Mitglied der Bewahrer Aiden, stehe jedoch voll hinter ihnen und unterstütze sie im Kampf gegen das Böse. Okay, kurz zur Zusammenfassung. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, Autumn. Alle Freunde der Druiden sind auch meine Freunde. Hier ist Tinchan. Aber er kann sich ja nicht selbst vorstellen. Bestell Alex Grüße von mir. Captain Burst und ich werden die anderen Pferde ausliefern. Okay, hallo Tinchan.
Alle Dienste an dich. Es stimmt, ich bin Tinchan, Alex treuer Diener. Und du bist also Autumn und du wirst mich zurück zu Alex bringen? Komisch, dass ich spreche. Manche empfinden das so, aber ich sage dir, dass es komisch ist, es nicht, dass ich sprechen kann, sondern dass du mich hören kannst. Nicht alle können mit Pferden sprechen. Dank wie zusammen mit den Ruinen sind dir die bemerkenswerte Eigenschaften erwacht. Also, meine Liebe, zeig mir den Weg zu Alex. Ich habe keine Schuhe an, also reite nicht zu schnell. Also weißt schon, ich bin der Hufeisen, ohne Hufe. Tinchan! Tinchan ist cool. Tinchan ist cool. Aber Tinchan ist klein. Naja, okay, sonst würde ich die Standardgröße von den Pferden her. Andalusia und die Friesen sind ja ein bisschen größer. Tinchan, Tinchan ist cool. Ich finde die Mähne von dem Pferd so cool, so wow, cool. So badass. Badass, Motherfucker-Style. Habe ich schon gesagt, dass ich den schon mag? So, den schon bald geschafft. Noch beschwebt so um drüber. Tinchan! Voll cool. Aber so, okay, dann hat sich die Frage damit eh erledigt. Also, es ist wirklich ein. Dadurch, dass es doch den Vierteilen keine Fortsetzung gegeben hat, ist dieses Online-Spiel die Nachfolge zu den Vierteilen. Gut zu wissen. Liege, liege, liegen! Ja, um das zu verstehen, muss man überhaupt einmal die Vorteile gesehen haben. Ah, jetzt sind sie wieder vereint jetzt. Tinchan, Tinchan, mein treuer alter Freund. Endlich sind wir wieder vereint. Ich werde dich nie wieder verlassen. Es ist so schön, Tinchan wieder bei mir zu haben. Aber wie schade, dass er keine Hufeisen hat. Es gibt nur einen Typ Hufeisen, der gut genug für Tinchan ist. Die gut genug für Tinchan sind. Sie befindet sich bei Elisabeth in Beldale. Weil du Elisabeth reitest, ihr von uns erzählst und die Hufeisen abholst, bekommst du ein paar brandneue weiße Reithoden, wo wir abgemacht. Okay. Ich fahr trotzdem mit dem Transporter. Ich fahr trotzdem mit dem Transporter. Beldale Village. Tit tit! So. So, dann bringen wir auch die Hufeisen zurück. So. Oh, Tinchan ist zurück in den Silberglade bei Alex. Das ist gut zu hören. Die Bande scheinen langsam wieder zusammenzukommen, auch wenn es etwas dauert. Danke, dass du so viel Hilfe hast. Und jetzt gucken wir mal, wo ich die Kiste mit den antiken Hufeisen hinstellen kann. Da sind sie ja. Ich dachte schon, dass ich sie verloren hätte. Das hätte den ganzen Tag dauern können, aber zum Glück habe ich sie gefunden. Nimm dieses Paket mit feinen antiken Druidenhufeisen und bringe sie zu Alex. Sie werden Tinchan passen. Okay. Yeah.
Achso, jetzt nur der Postbote draußen. Okay. Ja. So. Mach. Das sehen wir einmal an. Was für schöne Hufeisen. Sind wirklich gute Qualität-Tienchen. Danke, Artem. Hier sind die Reithosen, die ich dir versprochen habe. Ich habe sie nur für dich gekauft, meine liebe Freundin. Ich hoffe, sie gefallen dir. Ja. Ist schon cool, ja. Okay, dann würden wir das hier an dieser Stelle wieder beenden. Und schauen. Ja. Ich denke, als nächstes werden wir uns so bei den Iris treffen. Zu schauen, was wir da noch machen können. Wäre ja cool. Wenn wir da mal langsam ein bisschen vorankommen würden. So ein bisschen. So ganz ein bisschen. Also, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Tschüss.